Schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum wohl langweiligsten, fadersten, demotivierendsten Video, was du jemals zum Thema Glück und Erfolg und ein gutes Leben gesehen hast. Ich möchte mit dir nämlich wirklich über Fakten sprechen. Ich möchte Tacheles sprechen und dich, wenn du Bock hast, ein bisschen drauf sensibilisieren, wie Erfolg und Glück wirklich funktioniert. Du kannst natürlich noch jahrelang beim Universum bestellen, wenn es bei der Million Euro nicht klappt, zumindest beim Parkplatz. Du kannst auch noch gerne jahrelang deine Zukunft in die Gegenwart ziehen und dementsprechend fühlen, wie es sich anfühlt, wenn du dein Ziel erreicht hast. Gern kannst du natürlich auch täglich dutzende Affirmationen aussprechen. Ich bin reich. Ich bin ein Magnet für Geld. Ich bin der Erfolg. Ich liebe mich. Ich bin gut, so wie ich bin. Oder du kannst gern dir überlegen, welche Glaubenssätze dich in deinem Leben behindern. Oder du kannst dich damit beschäftigen, wie gerade die Planeten stehen und dadurch versuchen, die richtige Konstellation zu finden, dass du für dich weißt, warum du dich nicht so gut fühlst, warum du momentan ein Problem hast und warum dieses und jenes in deinem Leben ist. Wie schon gesagt, es wird ein komplett fades Video. Auch The Secret, wie du im Endeffekt rausgehst und ein neues Fahrrad darstellt, wird in diesem Video nicht erwähnt. Aber was wird erwähnt? Der harte, anstrengende Weg, wo du garantiert deine Ziele erreichst. Der Weg, den du gehen musst und den du verstehen musst, damit du glücklich bist. Und wir gehen mal ein bisschen zurück. Du wurdest geboren. Mit gewissen genetischen Eigenschaften. Diese genetischen Eigenschaften sind aber nicht wirklich die Herausforderung, sondern von Baby bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo du dieses Video schaust, hast du ganz viele Eindrücke gehabt. Ganz viele Erfahrungen von Mami, Papi, Oma, Opa, Fernsehen, Radio, Lehrer, Schule, Lehre, Professoren, Freunde, Freundinnen, von einfach allen. Und alle haben dich geprägt, obwohl du nicht wolltest. Du wolltest es nicht, ja? Aber sie haben dich geprägt. Du hast in deinem Leben schmerzvolle Erfahrungen gehabt, wo du Zurückweisung bekommen hast, wo du Ängste kennengelernt hast, wo du an dir gezweifelt hast, wo Menschen dir wehtaten, wo Menschen hinter deinem Rücken über dich sprachen, wo du nicht die Liebe bekamst, die du dir gewünscht hast, wo du nicht die Ziele erreicht hast, wofür du gekämpft hast. Und die ganzen Situationen aus deiner Vergangenheit sind halt ein Teil deiner Persönlichkeit geworden. Jede Erfahrung, was du machst, wird in dir gespeichert. Eine negative Erfahrung, negativ. Eine positive Erfahrung, positiv. Und diese ganzen Erfahrungen haben deinen Charakter, deine Persönlichkeit geprägt. Und jetzt guckst du dieses Video, weil du wahrscheinlich, und du bist mutig, dass du dieses langweilige Video anschaust, ja, weil du wahrscheinlich irgendwie in deinem Leben was verbessern möchtest. Vielleicht glücklich werden, vielleicht deine Beziehung verbessern, vielleicht die Liebe deines Lebens kennenlernen, ja, vielleicht mehr Geld zu verdienen, erfolgreich zu werden oder irgendwas anderes. Und jetzt sitze ich da vor dir und sage, all das, was ich davor erwähnt habe, mit Affirmationen, mit Glaubenssätze, mit dieser nicht wahrhaftigen Spiritualität. Spiritualität ist für mich Folgendes, nur dass wir das auch einmal geklärt haben. Für mich ist ein Mensch spirituell, wenn er die Liebe lebt. In jeder Situation seines Lebens.
Nicht nur, dass er stundenlang meditiert oder etwas fühlt in kurzen Momenten, sondern dass er, dieser Mensch, der Inbegriff der Liebe ist, ganz gleich in welchen Lebenssituationen sich dieser Mensch befindet. Ich glaube an Gott von ganzem Herzen, weiß ich, dass es Gott gibt. Und ich habe schon öfter mit ihm gesprochen und er hat immer gesagt, Wolfram, alle Menschen fragen mich immer um Hilfe. Und ich helfe gerne, aber ich habe schon bei der Geburt geholfen, weil sie haben alles in sich. Nur irgendwie glauben sie immer im Laufe des Lebens, dass sie alles vergessen müssen. Zu vergessen, wie stark sie sind. Sie vergessen, wie liebevoll sie im Herzen sind. Sie vergessen, wie erfolgreich sie sein können. Nur weil irgendwas passiert ist zwischen ich habe sie auf die Welt kommen lassen bis zu dem heutigen Zeitpunkt. Und ich möchte da wirklich was sagen. Deine Persönlichkeit, die du jetzt bist, für die kannst du nichts. So wurdest du geprägt von deinen Mitmenschen. Nur jetzt einmal ganz ehrlich, so unter uns, ja, so. Jetzt kennen wir uns doch schon einige Minuten. Glaubst du wirklich, wenn du zum Beispiel eine Persönlichkeit bist, ja, wo du dich schwer tust, mit Konflikten umzugehen, wo du dich schwer tust, dass du beharrlich bist, dass du deine Ziele erreichst, wo du im Endeffekt vielleicht mehrere Ängste drinnen hast, ja, glaubst du wirklich, dass du durch Affirmationen, Glaubenssatz verändern, loslassen, deine Ziele erreichen wirst? Ich will dir einen Ersatz dafür geben. Ja? Es gibt ja gewisse Eigenschaften, was Menschen haben. Je nach Persönlichkeitsstruktur. Da gibt es einen Menschentyp, der hat ganz, ganz liebevolle Eigenschaften. Der ist wertschätzend, liebevoll, mitfühlend, inspiriert, kreativ, sinnlich, empathisch. Dieser Menschentyp tut sich oft schwer, dass er gewisse Ziele erreicht im finanziellen Bereich. Ziele erreicht, dass er sich durchsetzt. Dieser Menschentyp hat sehr, sehr oft nicht wirklich dieses starke Selbstbewusstsein, diese Selbstwirksamkeit, diese tiefliegende Konfliktfähigkeit, wenn es darum geht, in dieser materiellen Welt Ziele zu erreichen. Glaubst du, dass dieser Mensch durch die anfangs erwähnten Beispiele erfolgreich und glücklich wird? Oder glaubst du, dass dieser Mensch vielleicht diese Eigenschaften sich antrainieren sollte, die er braucht, damit er sein Ziel erreicht? Oder andere Menschen, die fühlen sich, sie können nichts dafür, irgendwie wertlos, ohnmächtig, haben nicht das Gefühl, erfolgreich zu sein. Durch die Entwicklung dieser Persönlichkeitsstruktur, durch die letzten Jahre vom Baby bis jetzt, wir sind uns, da denke ich mir, einig. Und dann neigen diese Menschen dazu, irgendwie den Drang zu haben, Liebe zu fordern, diesen Respekt, diese Bedeutung zu fordern. Und manche neigen dazu, dass sie dadurch halt ein bisschen narzisstische Züge kriegen und immer wieder andere Menschen manipulieren und benutzen, dass sie selbst sich gut fühlen. Persönlichkeitsstruktur. Glaubst du, da reicht es, wenn man schön denkt, über Liebe philosophiert nur? Sondern vielleicht sollte dieser Mensch in sich drinnen einmal dieses Selbstbewusstsein trainieren, diese innere Stärke haben, dass er nicht mehr den Drang hat, von anderen Menschen das zu holen. Das heißt, ganz egal, was du Herausforderungen jetzt momentan in deinem Leben hast, sehr, sehr oft ist die erste Indiz dafür, dass durch diese Persönlichkeitsstruktur, die du geworden bist, gewisse Eigenschaften nicht so gut dir trainiert wurden und gewisse Eigenschaften besser trainiert wurden. Und in diesem Bereich, wo du gut trainiert bist von deinen Eigenschaften, erreichst du deine Ziele ohnehin. Nur wir Menschen wollen halt auch andere Ziele erreichen. Und da bedarf es anderer Eigenschaften. Vielleicht hast du schon mal ein Video von mir gesehen, wo ich gesagt habe, du musst zu dem Menschen werden, der du sein musst, damit du deine Ziele erreichst. Genau da meine ich diese Persönlichkeitsstruktur. Aber lass uns weitermachen. Bei diesem faden Video, das dich demotivieren wird. Dann gibt es noch was anderes. Jedes Mal, wenn du einen schmerzvollen Moment in deinem Leben hast, hast du diese Erfahrung in dir gespeichert. Jede Erfahrung wird gespeichert. Und der schmerzvolle Moment negativ gespeichert. Ich will dir jetzt was Praktisches geben. Du hast jetzt zum Beispiel 5 Beziehungen gehabt. Mit einem Mann, mit einer Frau. Ja?
Und in all diesen 5 Beziehungen bist du betrogen worden, hintergangen worden, vielleicht sogar in der Beziehung betrogen worden. Jedes Mal, wenn du einen Schmerz hast, wird in dir drinnen alles gespeichert. Dein Gehirn möchte dich vom Schmerz schützen. Viele reden darüber, aber wenige wissen, wie das wirklich funktioniert. Und jetzt wird alles in diesen 5 Beziehungen abgespeichert. Wie hat dieser Mann, diese Frau ausgesehen? Wie war die Mimik, die Gestik? Wie war alles in diesem Moment? Der Geruch, das Gefühl und alles. Und das Ganze wird dann negativ in dir abgespeichert, weil Bedrohung zu werden ist ja ein negatives Gefühl. Hast du das öfter hintereinander, dass du Probleme mit einem Partner, einer Partnerin hattest, dann entstehen halt diese komischen, unbewussten Muster, die dich immer wieder das Gleiche erleben lassen müssen. Du kannst dir das so vorstellen, du hast ganz, ganz viel Erfahrungswerte bezüglich dem anderen Geschlecht, was Minus in dir gespeichert ist. Und dann hoffen wir immer, durch Gedankenveränderung, durch Mindset-Optimierung, auf den richtigen Partner zu treffen, wo wir endlich diese Liebe bekommen, diese Wertschätzung bekommen, das, wonach wir uns sehnen. Ja, da kannst du noch so viel beim Universum bestellen, das wird nicht funktionieren, weil das ist in dir drinnen. Das kann man in den Griff bekommen. Aber es ist natürlich anstrengend und ja, nicht so leicht. Dann kennst du wahrscheinlich den Bereich der Energieräuber. Und in meiner Szene sagt man immer, man soll diese Energieräuber meinen, weil die saugen dir die Energie aus ohne Ende. Ja, und das muss ich halt wieder was sagen. Du kannst einen Menschen nur in Wirklichkeit subjektiv wahrnehmen, was du in dir drinnen hast. Es gibt keine objektive Wahrnehmung. Das ist schon lange bekannt. Über das braucht man nicht diskutieren und streiten. Das ist alles, was du bei einem Menschen wahrnimmst, bei den Energieräuber. Wie zum Beispiel, warte, lass mich schätzen, ich tue jetzt einmal das heilige Orakel befragen. Geringschätzung, Ignoranz, Aggressivität, Gefühllosigkeit, Egoismus, Arroganz. Ja, die ganzen Sachen sind im Laufe deines Lebens irgendwie reinkommen in dich. In deiner soziogenen Zone, aber ich will nicht so viel verraten, weil dieser soziogenen Zone. Möchtest du liebevolle Beziehungen haben? Möchtest du, dass du dich nicht mehr ärgerst über andere Menschen? Dass Menschen wertschätzend dir gegenüber sind? Dass Menschen respektvoll dir gegenüber sind? Ja, da haben wir 2 Möglichkeiten. Entweder du meidest alle Menschen auf dieser Welt, weil irgendwas nervt dich immer bei irgendeinem Menschen. Schau auf deine Partnerschaft, deine Frau, deinen Mann, deine Freundin, deinen Freund. Das wird nicht alles perfekt sein, sondern irgendwas nervt dich. Oder du würdest diese Schmerzpunkte in der soziogenen Zone neutralisieren, dass das nicht mehr wirkt, sondern das Gegenteil wirkt. Dann hast du ein Leben voller Gelassenheit, Unantastbarkeit und so nebenbei, du wirst extrem Wertschätzung wahrnehmen in deinem Leben, extreme Liebe wahrnehmen und Menschen werden dich wirklich unterstützen. Aber du kannst auch was anderes probieren. Ich weiß, man sucht immer, wenn man sich weiterentwickeln möchte, noch gewisse Lösungen. Und alles, was sich schön und unkompliziert anhört, das versuchen wir. Nur unser Gehirn, unsere Persönlichkeit ist ja eine Vielzahl an Erfahrungen. Hey, ich bin jetzt 46 Jahre alt, wenn ich das Video mache, ja. Was glaubst du, dass ich Erfahrungen reinkriege habe? Und dann tut man es durch Bestellungen, durch Schöndenken, durch Mindset-Veränderung, durch Positivdenken, durch Achtsamkeit, dass man sich selbst beobachtet. Auch das ist ja eine große Illusion. Das meiste in dir, was dich geprägt hat, alles, was dich geprägt hat, ist in deiner Persönlichkeitsstruktur, in deinem Unterbewusstsein. Wie möchtest du jetzt da achtsam sein, wenn du gedanklich nicht auf dein Unterbewusstsein zugreifen kannst? Das sollen wir jetzt wer erklären. Bitte schreib es in die Kommentare, wenn du mir das erklären kannst und du denkst, Wolfram, du redest dann Blödsinn. Dann gibt es noch so falsche Verkettungen in deinem Gehirn, die dich immer wieder schlecht fühlen lassen und du hast keine Ahnung warum. Schau, in diesem langweiligen, demotivierenden Video möchte ich dir eines sagen. Du kannst deine Ziele erreichen. Du kannst dauerhaft glücklich sein. Du kannst die geilste, beste Beziehung auf dieser Welt haben. Nur hör auf einmal damit, dass du dir erhoffst, dass durch Kleinigkeiten, das heißt Meditation, was geil ist, ja, aber dadurch wirst du dein Ziel nicht erreichen, ja, oder durch schönes Denken, positives Denken, Mindset-Veränderung, Affirmationen auszusprechen, was nebenbei sehr kontraproduktiv ist, recherchiere einmal in puncto
Google Scholar, das ist die Wissenschaftsseite von Google, ja, und dann liest man mit Studien bezüglich Affirmation. Schon lange bewiesen, dass Affirmationen nur bei einem Menschentypen wirken. Und das ist der Menschentyp, der ohnehin schon erfolgreich und selbstbewusst ist, wenn der sich sagt, ich bin super, ich bin spitze, ich liebe mich, ich glaube an mich, der glaubt es zu 100%. Andere nicht, die was nicht diese Ergebnisse und diese Persönlichkeitsstruktur haben. Ich will ein bisschen darauf sensibilisieren, dass es einen Weg gibt. Nur der ist ein bisschen anstrengend. Du musst Schritt für Schritt die richtige Persönlichkeitsstruktur werden, damit du deine Ziele erreichst. Du musst wissen, was bist du für ein Typus und warum hast du diese Herausforderungen. Langweilig, unspektakulär, aber so, dass du in kurzer Zeit deine Ziele erreichen kannst. In diesem Sinne, denke mal ein bisschen drüber nach und ich freue mich auf deine Kommentare. Dein Wolfram Wertnik.